Sie haben einfach Auschwitz gezeigt. Toter und Verletzter bei Anschlag in Tel Aviv. Hm. Ein Toter, es geht ja noch. Ja. Das holt doch schlimm genug. Das holt ja keinen hinterm Ofen vor. Donnernde Katze. Donnernde Katze. Latex-Nutzstück. Haben wir das jetzt hier drin, dass wir so sarkastisch, zynisch über Tote in Tel Aviv reden? Das ist aber nicht in Ordnung. Nee, das haben wir weggeschnitten auf jeden Fall. Ach so, okay. Puh, hab ich Glück gehabt. Aber überhaupt, warum sind wir denn hier und nicht im sonnigen Weimar unterwegs, auf großen Bühnen vor Publikum? Tausende Leute, die vorbeilaufen und sagen, was soll denn die Scheiße hier, können die sich mal verpissen? Eine Verkettung vieler ungünstiger Zustände hat dafür gesorgt, dass wir heute die 199,5. Ausgabe haben. Ja, schön. Die Woche ist einfach scheiße gewesen, die war furchtbar langweilig teilweise, wobei ich ein paar ganz spannende Themen habe. Das kannst du doch nicht jetzt am Anfang sagen, nee, Leute schalten ab. Ich habe ein paar spannende Themen, aber... Ja, super spannend. Aber die waren's bleib nicht, dran. Aber die waren es nicht wert für eine 200. Am Ende werdet ihr erfahren, wie ihr euren Penis verlängern könnt, um 10 Zentimeter. Doch, ich hab ein paar richtig geile Sachen tatsächlich. Mhm. Aber Tel Aviv ist keins davon, ne? Tel Aviv ist auch eins davon. Das Wetter spielt nicht mit. Dann konnten unser Gast konnte nicht, den wir eingeladen hatten. Wer denn? Das verrate ich jetzt nicht. Ach so. Der hat 3 Buchstaben. Ach so. Genau. Und hat ganz viele Möglichkeiten, warum es nicht konnte. Du bist schwer verletzt hier am Arm. Ich bin super schwer verletzt. Aber das Problem ist, Tino, du erzählst ja gerade schon wieder Quatsch. Wir haben nicht. Ja zur 1. April-Ausgabe gar nicht so viel 1. April gemacht. Stimmt. Und ich finde, als kleine Trollaktion, dass jetzt genau so die ganzen Leute sich hypen, oh Gott, die 200. Folge, Alter, mir platzt der Sack. Und dann... 99,55, was? Was hast du gesagt? 99,5. Nee, aber auch das ist natürlich Quatsch. Die echte Wahrheit ist, dass Angela Merkel aus dem Off uns das verboten hat. Oh. Wir mussten damals einen Vertrag abschließen mit dem Rundfunk und der hat uns ganz klare Ketten gelegt, dass wir auch nachdem Merkel abgetreten ist, keine 200. Folge machen dürfen. Und zwar am 8.4. Der ist heute, zufälligerweise. Dürfen wir erst nächste Woche einmachen. Aber das kommt ja am 9. raus. Ja, wir dürfen den nicht aufnehmen. Sie runzelt gerade schon wieder die Stirn. Angela, es ist okay. Jo, schafft das schon. Egal. Wir lassen also es gab ganz viele Gründe, warum wir das nicht geschafft haben. Deswegen heute 199,5. Ausgabe, Brennpunkt. Und nächste Woche dann die große Gala, versprochen. Oder auch nicht. Das wird. Wir haben so ein LKW gemietet. Ja, stimmt. Da fahren wir dann drauf rum. So eine mit unseren Parade. Instrumenten. Ja. Wir haben lange bunte Haare und singen Teenager-Liebe. Und da fahren wir an euch zu Hause vorbei. Jeder einzelne Hörer wird abgeklappert. Ja, wir klingeln bei euch vor der Tür und sagen, kommt vorbei, Brennpunkt. Habt ihr was zu sagen? Wollen wir das so machen, dass die Leute was einreichen dürfen? Dass wir uns bei Telegram oder so einfach eine Sprachnachricht schicken dürfen? Bei Telegram darf mir keiner irgendwas schicken. Sollen mich alle in Ruhe lassen. Ach so, dann nicht. Vergesst es. Könnt ihr bei Instagram versuchen. Ja, macht's bei Instagram. Dürft ihr uns ganz gerne einfach Robin oder mir Sprachnachrichten schicken von maximal 20 Sekunden, würde ich sagen. Nicht länger. Was passiert damit dann? Dann spielen wir die hier ab. Hier? Dann dürft ihr uns. Aber wir sind ja dann auf einem LKW, da wird die Akustik, ich würde das nicht hergeben. Das können wir anschließen mit einem Klinkenkabel einfach an die Box angeschlossen, dann schaltet es euch ganz Weimar. Klar, machen wir. Ihr dürft uns gerne beglückwünschen, dürft uns Hater-Kommentare schicken. Ja, Hitler-Kommentare. Hater-Kommentare. Hitler-Kommentare gehen auch. Schickt uns eine Hitler-Rede, spiel mal alles ab über Megafon, gar kein Problem. Die Hitler-Parade, alles dabei. Mhm. Gut. Das war der Cold Opener und wir sehen hier wieder unser großartiges Konzept an der Wand. Ja. Dass wir kein Konzept haben, liebe Leute. Graue Faser und Tapete ist der nächste Stichpunkt. Der Wahnsinn. Weißt du, was die größte News die Woche ist? Kann ich jetzt schon mal reinhauen? Guck mal, was ich jetzt mache. Nein, dass die 200. Folge nicht kommt. Guck mal, was ich jetzt hier habe. Alter, nein. Ja, ich habe... Tino macht das genau wie ich. Ich habe viel ausgetestet. Ja, anfangs hatte ich ein Notizbuch, wo ich halt die News aufgeschrieben habe, habe den immer aufgeklappt und abgelesen. Dann habe ich es bei Facebook versucht, ja, Facebook gespeicherte Beiträge, habe da alles immer irgendwie gespeichert für die Woche und dann im Brennpunkt vorgestellt. Aber jetzt habe ich gemerkt, Robins Methode könnte vielleicht die coolste sein. Ich habe einen Telegram-Kanal aufgemacht, quasi also nur mit mir und einer zweiten Nummer, die ich noch habe. Und ich nehme dann immer irgendjemanden und kick den gleich raus, aber die kriegen dann trotzdem so eine Annotation. Das geht auch. Das ist aus der Gruppe geworfen, das finde ich witzig. Das habe ich mir nicht getraut. Aber jedenfalls habe ich jetzt auch eine Telegram-Gruppe oder so einen Kanal aufgemacht und mache jetzt einfach meine News rein, die ich reinschreibe, abtippe. Mhm.
mit Screenshots und dann einfach vorlese und euch das auf einen Blick erzählen kann. Das ist richtig praktisch, diese digitale Welt, ne, was sie für Möglichkeiten offeriert. Das ist der absolute Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell geht heutzutage. Ja, ich habe gar nicht gesagt, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Stimmt. Wir sind Tinko Bell. Und Rinko Bell. Ja, Tinko Bell, Alter, das hat Anna gesagt. Ist voll naheliegend. Tinko Bell, ist wow, voll gut. Stimmt. Ich bin ja gar nicht drauf gekommen. Und ich schäme mich dafür. Stelle ich mich so vor, wie so in so einem Mini-Format mit einem schönen Tütü an und einem Zauberstab und so und zaubere euch schöne Podcast-Themen in die Ohren. Das ist Tinko Bell. Ja. Das ist, die ist aus Peter Pan, ne, oder? Die ist die Kleine da. Die, ja, Tinkerbell. Ja, die Däumeline, die nicht so heißt. Achso, keine Ahnung. Ist doch alles gefranchised, doch alles das Gleiche, oder? Alles Disney. In jedem Scheißfilm gibt es irgendwie so eine, wie heißt sie bei diesem Zelda? Navi. Gibt's überall. Heißt sie so? Ich glaube. Wer ist Navi? Ich kenne nur Navigation. Klar heißt sie. Ja, eben, deswegen heißt sie ja so. Ah. Link bei, jetzt habe ich es kaputt gemacht, Mann, aber Link hat doch auch so eine Fee, die haben doch alle so eine scheiß Fee. Die aber Zelda, haben. Meinst du? Ja. Ah, keine bei diesem Ahnung. Zelda. Gab es doch Gameplay. Ich habe Zeltas nie getrunken, keine Ahnung. Haben wir letzte Woche drüber geredet, obwohl in dem Spiel hat er, glaube ich, gar keine Navi mehr. Das war, glaube ich, nur Ocarina of Time. Wie dem auch sei. Tinko, ich habe etwas die Struktur verloren, denn du hast da über die Raufasertapete geredet, wo nichts dran ist. Ne? Ich würde einfach mal, weil wir haben ja dann 200. Folge irgendwann, vielleicht haben wir nächste Folge dann die 199,8. Wer weiß. Who knows. Wer Nase. Und die Frage ist, wir versuchen ja hier immer wieder so ein bisschen mit Rubriken und so, und weil wir so unstrukturiert sind, funktioniert das dann nicht so ganz gut. Ja. Ach so, ja, das stimmt. Aber meine Frage jetzt wirklich mal an die Zuhörerschaft wäre, findet ihr das überhaupt gut? Ja? Braucht ihr Rubriken? Braucht ihr diese Struktur? Also hat das für euch wirklich einen großen Mehrwert? Weil dann haben wir natürlich ein Incentive zu sagen, okay, dann machen wir das, ziehen wir das jetzt wirklich durch. So machen wir halt so ein bisschen so flachsig, lapidar, ja. Aber an sich, wenn die Leute sagen, nee, das ist geil, wenn ihr wirklich die Rubrik News anfangt und dann den viralen Hitler verteilt und das vergessene Worte und so. Ja, du hast ja eben von donnernde Katze geredet, der hat da ja auch so ein bisschen Jingles gemacht, die ich hin und wieder ja verwende, aber so die feste Struktur gibt es nicht. Wenn die Leute aber sagen, oh, das ist so geil, ich brauche das in meine Leben, ich brauche das in meine Podcast, dann kann man das ja machen. Auch gerne Vorschläge für Rubriken. Wenn ihr irgendwie sagt, ja, nicht noch mehr, es reicht. Wenn ihr sagt, der Porno... Sexfakt der Woche. Ja, ja, ist ja erst schon wieder neu. Rubriken leben ja auch davon, dass sie nicht immer wiederkommen. Rubriken sind ja... ja, Rubriken leben davon, dass es sie einmal gibt und nie wieder. Nee, das auch nicht. Aber, dass sie halt auch mal nicht kommen, weißt du? Das macht es ja auch so spannend, dass man die alle paar Wochen hat man mal diesen Sexfakt irgendwie der Woche oder hat man den viralen Hitler der Woche, dass sie aber nicht immer alle kommen. Man kann ja irgendwie 10 Rubriken haben. Das ist wie bei einem Gangbang, da können halt nicht immer alle kommen. Das ist so. Das ist auch die Realität. Nicht alle kommen zum Orgasmus beim Sex. Das ist einfach so. Ist das der Sexfakt der Woche? Ja, kann man gerne so festhalten. Liebe Leute, der Orgasmus muss nicht das Ziel sein. Wenn ihr mit einer Person schlaft, schaltet den Kopf mal aus. Entspannt euch, Sex soll Spaß machen. Dürft ihr eben, Hauptsache, ihr kommt. Der Nein. Orgasmus der Partnerin oder des Partners ist nicht so wichtig. Nein, es gibt noch weiter. Seid nicht egoistisch, denkt doch an die andere Person, aber... Manchmal ist es einfach auch unrealistisch, dass man diesen Orgasmus erzwingt. Ja, also sprecht euch vorher ganz gerne ab. Ihr könnt auch fragen, würde dir irgendwas helfen, zum Orgasmus zu kommen? Ist es gar nicht dein Goal heute? Oder wie sieht es denn da aus? Da kann man ganz offen kommunizieren miteinander und schon macht es viel mehr Spaß. Aber macht euch das nicht, zerkopft das nicht alles ein bisschen zu sehr. Ja, mir macht es auch mehr Spaß, wenn der Partner nicht kommt. Das war der Sexfakt der Woche. Ja, das habe ich halt jetzt eingeblendet. Ach so. Also, ich hatte gerade die geniale Idee, weil im Schnitt ist das halt immer kacke, diese Stellen zu finden. Aber wenn ich reinpfeife, was ihr jetzt nicht gehört habt, dann sehe ich die Stelle an so einer Spitze und dann kann ich das schneller dahin ziehen. Voll transparent hier für euch alle. Ja. Ihr habt es aber trotzdem nicht gehört. Ich habe gerade sehr laut gepfiffen. wo wir gerade von Rubriken reden. Ja. Ich hätte da nämlich eine Rubrik. Pass auf, Tino. Tinko Bell, meine ich. Ja. Wir haben vielleicht die neue Rubrik, die Bildschlagzeile der Woche, ja, und die muss immer so vorgelesen werden.
Propaganda-Auftritte an Schulen. Klimaextremisten wollen unsere Kinder rekrutieren. Oh. Ich finde das... Boomer. Bin ich zufällig über Twitter drauf gestoßen, über diese Überschrift, weil ich das Hashtag letzte Generation angeklickt habe. Und ich finde das so witzig. Natürlich ist das alles ganz schlimm und die Bild und siehst du, da fängt schon an. Einmal Bild gelesen, das Gehirn aus. Ja, geht schnell. Das geht sehr, sehr, sehr schnell. Die Bild vernebelt den Verstand, den nicht existenten Verstand von ihrer Leserschaft, aber man kann sich ja trotzdem ein bisschen drüber lustig machen über diese Scheiße. Das ist ja das Konzept des Brennpunkts. Wie soll man denn sonst hier damit umgehen, ja? Wenn man so eine Scheiße liest. Es ist schon okay. Und spannenderweise gab es diese Woche einen harten Diss von Michael Ballweg, den Querdenken-Gründer gegen die letzte Generation. Mhm. Denn der kam jetzt aus der U-Haft raus, ne? Er war jetzt in U-Haft wegen Verdacht auf Steuer, wegen Betrug und so weiter und soll Spendengelder irgendwie missbraucht haben. War jetzt in U-Haft, es wurden teilweise auch Sachen fallen gelassen. Und er war in U-Haft aufgrund von Gefahr von Steuer, von Flucht, meine ich, weil er wohl sein Haus irgendwie verkauft hatte Möbel alle verkauft und wollte wohl ausreisen. Jedenfalls kam er jetzt raus aus U-Haft und will sich die letzte Generation anschließen. Mhm. Und begründet das folgendermaßen mit Querdenken hat mit letzter Generation viel gemeinsam. Mhm. Und das fand ich am übelsten Diss. Das haben die Klimakleber echt nicht verdient. Ja gut, also Hitler hat auch mit deiner Mutter viel gemeinsam, zum Beispiel zwei Arme, zwei Beine. Wasser trinken, atmen, ja ganz bestimmt. Aber das fand ich schon ziemlich frech von dem. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die letzte Generation darauf antworten wird. Die lösen sich jetzt auf. Ach so. Die nennen sich jetzt die Vorletzte, die allerletzte, die eine nach der letzten Generation. Okay. Was machen die eigentlich, wenn die jetzt Kinder kriegen? Das ist ja dann awkward, oder? Die noch letztere Generation. Ja, das ist schon dann aber trotzdem awkward. Also das ist nicht awkward, das ist einfach nur Marketing. Okay. Ich will die jetzt auch gar nicht runterreden. Ja, ich finde das ja schön, dass es die gibt, die letzte Generation. Aber wenn die jetzt rumjammern... Sonst wären wir es ja. Ist so, wenn die jetzt rumjammern bei der Bild irgendwie, oh, die Klimaterroristen und so. Wir sollten einfach mal anfangen, von diesen querdenkenden Leuten einfach von Terroristen zu sprechen, die Spazierterroristen. Ja, aber die rekrutieren nicht an den Schulen unsere Kinder. Ja, doch. Die gehen dahin, setzen Barett auf, ja, ist ganz wichtig. Camouflage, ja. Camouflage, aber grau, weil die sind ja immer auf die Straße geklebt. Stimmt. Und dann gehen die da rein und sagen, so Kinder, wenn ihr jetzt zu uns kommt, in die letzte Generation rein, dann gibt's ein Lolli. Schlimm. Das ist eine Bestechung. Und deswegen gehören die alle standrechtlich erschossen. Was haben die denn gemacht, die letzten Generationen? Sind die echt auf dem Schulhof und haben da irgendwie CDs verteilt oder irgendwie Rechtsrock? Die Schulhof-CD, gab es die bei euch auch? Nur Gerüchte, aber die ist nie aufgetaucht. Also bei uns gab es einen Lehrer, mit dem ich auch jetzt noch viel Kontakt habe, der ist damals rausgerannt, als der die gesehen hat und ist übelst ausgerastet. Mit Recht. Und hat die direkt in den Mülleimer geflackt, die CDs. Die können NPD, die einfach verschenken, die CDs musst du verkaufen, da ist Potenzial drin. Die NPD-Schulhof-CD, die Jüngeren von euch kennen das noch gar nicht. Warum hatten die AfD noch keine Schulhof-CD gemacht, oder haben die das? Ich google mal kurz. Weil den Kindern scheißegal sind. Ich glaube, die verteilen eher so Geldscheine an Reiche oder sowas. AfD-Schulhof-CD, Alter. Das wäre vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Aber so ein Rap von Bernd Höcke wäre schon witzig. Ich glaube, das ist nur das Alte. Das Projekt Schulhof-CD war eine Werbeaktion deutscher Rechtsextremisten aus dem Lager der militanten Freien Kameradschaften im Jahr 2004, bei der kostenlose Musik-CDs in der Nähe von Schulen und Jugendtreffs sind. Warum machen wir eigentlich nicht die Brennpunkt-Schulhof-CD? Wo dann so die greatest unmoralischen Gags zusammengefasst sind und die verteilen wir dann an Schulen und dann... Das ist kein Problem, das kann man alles machen. Okay. Ja. Aber eine CD kostet halt Geld. Die Depressen. Und wer hat denn heute noch? Wir müssen da Smartphones mit Spotify hinlegen. Oder QR-Codes. Wer hört denn heute noch CDs? Ja. QR-Codes, oder genau, so Postkarten einfach nur, so zum Runterladen der Musik. Das ist der neueste Shit. Das macht die AfD heute. Die verteilt einfach Schulhof-QR-Codes, wo die Jugendlichen sich ihre rechtsradikalen Inhalte runterladen können. Vor allem wissen sie es vorher nicht. Das ist ja nett. Was drauf ist. Ja, wenn du einen QR-Code siehst.
Du weißt ja nicht, was drin ist. Das stimmt, kann auch Virus sein, ne? Pass auf, liebe Leute, nicht einfach irgendwas einscannen und dann runterladen, sondern auch mal aufpassen und vorher fragen. Das war der IT-Fakt der Woche. Ja, ich habe ganz viele Fakten für euch, nicht nur IT-Fakten. Ja, auf jeden Fall, letzte Generation ist halt da so ein bisschen am sich auf jüngere Leute konzentrieren, so heißt es. Aber das Relevantere ist, nach eigenen Angaben möchte die letzte Generation vom 24. bis 28. April und vom 1. bis 5. Mai in Berlin so viele Straßenblockaden wie möglich zu machen. Ab Montag, dem 24. April, bringen wir Berlin friedlich durch Straßenblockaden zum Stillstand. Da gibt es jetzt eine Großoffensive. Also die ganzen rekrutierten Schulhofkinder, diese ganzen Kindergartenkinder, die kommen da jetzt alle mit, setzen ihr Barett auf und dann kleben die sich da an die Scheißstraßen von Berlin und dann Terror. Ist da Schluss. Planker Terror ist gleichzusetzen mit der NSDAP, würde ich sagen. Ja. 1:1 tatsächlich. Hast du die Videos gesehen, als irgendwelche Autofahrer ausgeflippt sind, haben irgendwelchen Klimademonstrierenden im Bauch getreten und so? Im Bauch getreten? Ja. Das habe ich nicht explizit gesehen, aber halt solche Leute, die aussteigen und das da wegruppen und so, das sieht man das ja häufig. Das ist ja noch okay, dass das so wegtragen, aber es gab echt einen so einen Marken getreten hat oder bei dem Fuß gefahren ist mit dem Auto und so, da gab es schon eine sehr heftige Reaktion drauf. Ja. Und finden wir das denn gerechtfertigt? Also ich muss... Das ist, Alter, ganz kurz, ne? Das ist so ein richtiger Pet-Pee von mir, Alter. Das ist ja auch, möglicherweise kennst du dieses Video, wo ich mit diesen komischen Leuten interagiert habe in einem Donald Duck-Kostüm. Ja, und immer Denke, dass man eine Unannehmlichkeit mit einer viel krasseren Antwort beantwortet, ja, und sich gerechtfertigt sieht. Das ist so ein Pet-Peeve von mir. Das ist auch so richtig im amerikanischen Denken drin, ja. Dieses, ne, man kennt ja Stand Your Ground, der kommt auf mein Grundstück, ich erschieß den. Genau. So, dieses Ding. Natürlich, klar, wenn dieses Gesetz gibt's, weil wenn da ein Einbrecher ist, hast du das Recht, dich zu verteidigen da. Und das hast du in Deutschland ja gewissermaßen auch mit Notwehr und so, aber da ist es halt extremer. Und diese Denke, die ist da aber auch in den Alltag integriert und das gibt's hier auch und das ist einfach nur dumm. Wenn da jemand ist, der dir auf den Sack geht und du haust ihm einen in die Schnauze, dann ist dein Verbrechen, ich habe ja nicht mal ein Verbrechen gemacht, ich habe halt, weiß ich nicht, Ordnungswidrigkeit nicht mal. Ein kleines Belästigungchen, ja, vielleicht. Belästigungchen, genau. So. Und der macht aber heftige Körperverletzungen an meinem Gesicht, ja. Und sieht sich da aber in irgendeiner Form gerechtfertigt. Das ist so bescheuert. Und hier ist es genau das Gleiche. Da ist jemand auf der Straße und du bist so ein entitled Haufen Scheiße, dass du dir denkst, okay, wenn ich dem jetzt über den Fuß fahre, ist das gerechtfertigt. Natürlich ist das für dich nicht geil. Natürlich musst du irgendwo sein. Natürlich bla 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 bla, ja. Ist schon wieder viel zu realtalkig, aber es muss raus! Das einfach mal loswerden. Da hat es ein bisschen wie Klaus Kinski, der mal so ähnlich sagte, die Leute benehmen sich nur wie die Schweine, weil es keinen gibt, der ihnen auf die Fresse haut. Jein, da ist ja auch ein bisschen was dran. Ja, ja, genau. Naja, pass auf. Ja, ich kann es voll verstehen. Also es gibt, ich höre Fest und Flauschig ganz gerne, den Podcast von Bümi und Olli Schulz. Immer Fremdwerbung hier. Genau. Und die Mach doch mal Werbung für uns. Leute, hört Brennpunkt Internet jeden Sonntag auf Spotify und YouTube. Danke. Und die spielen immer so einen Clip ein, ich weiß gar nicht, Mario Basler, glaube ich, ist das so ein Fußballer. Der erzählt da so eine ganz kurze Story, wie er in der Bar ist. Und Mario Basler. Ja. Was? Aber wegen Bar, okay, sorry. Oh Gott. Soll ich so eine Geschichte vertieft? Ja. Seine Frau hatte irgendwie Barfuß an oder irgendwie Schuhe, die halt offen waren. Ne? Auch noch Barfuß. Was ist hier los, Barfußler. Genau. Und irgendein random Dude hat irgendwie immer mit Gläsern auf den Boden geschmissen. Ne? Okay. Und hat Basler dann zu dem Typen gesagt, wenn du noch einmal ein Glas zu meiner Freundin schmeißt, hau ich einen auf die Schnauze. Das mit Ankündigung. Ist zurückgegangen. Was macht der Typ? Wirft immer noch Gläser auf die Füße der Frau. Was macht Mario Basler? Haut ihm voll einen in die Fresse. Und dann Zitat Mario Basler. Ich habe mir einen auf die Fresse gehauen. Wer war der Buhmann? Ich war der Buhmann. Muss auch noch Strafe zahlen dafür. Und ich muss sagen, wenn mein Freund zum Beispiel, ja, ich bin ja verpartnert, wenn mein Freund irgendwer irgendwie belästigt oder ihm Sachen auf die Füße schmeißt, würde ich auch ausrasten. Ich meine, ich bin ja Pazifist, ich habe noch niemanden so richtig geschlagen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn mir richtig auf den Sack geht, ja, und ich dreimal sage, lass mich in Ruhe, hör auf, lass das, dann kann ich es verstehen, wenn irgendwann sagt, hier, bang in die Fresse. Da geht mir der Hut hoch.
Ich hab dann verdient, dass ich dann Geldstrafe zahlen muss. Ist gerechtfertigt so. Ja. Das Risiko muss ich eingehen. Aber ich kann es moralisch nachvollziehen, dass du irgendwann auch mal sagst, mir reicht jetzt mal. Aber ich finde, der ganz wesentliche Unterschied ist, dass Herr Mario Fußbasler angekündigt hat, dass genau, wenn du das jetzt noch einmal machst, dann schlage ich dir in die Schnauze. Sehe ich genauso, genau. Das ist ein essentieller Unterschied. Wenn, ja, wenn der das dreimal macht und aus dem Nichts schlägst du den um, ja, finde ich das viel schlimmer, als wenn du sagst, okay, wir hatten alle unseren Spaß, ja, aber machst du es noch einmal, dann hast du keine Schnauze mehr in der Fresse. Ja. Also wenn es um mich geht, ja, wenn mich jemand belästigt, mache ich das wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Wenn es eine Person ist, mein Familienumfeld, mein Partner, irgendwas, dann würde ich schon eher ausrasten. Da kann ich mir eher vorstellen zu sagen, okay, da würde ich auch mal irgendwie jemand auf die Schnauze hauen, wenn es echt zu weit geht und ich ihn gewarnt habe oder sie gewarnt habe. Ja. Das ist aber kein Aufruf dazu, Leute zu schlagen. Ich sag nur, ich kann es vorher ankündigen. Ich kann es moralisch irgendwie nachvollziehen, dass man das macht. Hm. Und bei diesen Klimademonstrationen ist es nochmal was anderes, weil ich finde, dass für die, gut, für die steht schon irgendwie Nachteil, ne? Weil die müssen auf Arbeit fahren wahrscheinlich und haben es irgendwie eilig. Ja, wie gesagt, ist doch eine Unannehmlichkeit, soll es ja sein. Und es ist natürlich kacke, dass das jetzt nicht die großen Konzerne gerade trifft, sondern dich als Privatperson in deinem Auto. Aber das rechtfertigt noch lange nicht, über irgendeinen scheiß Fuß drüber zu kommen. Ja, auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall. Wenn du jemanden wirklich ernsthaft verletzen kannst dabei, und dann ist es echt fahrlässig. Oder noch schlimmer sogar. Und es gibt ja auch Leute, die sie interviewen bei solchen Demonstrationen, die dann irgendwie dann gefangen sind in dem Auto, die dann auch sagen, ja, ist gerade für mich ein bisschen doof, aber ich kann es voll nachvollziehen. Oh. Und den Spirit musst du haben dabei. Ja, generell, ich bin da echt entspannter auch so, wenn ich in einem Wartezimmer sitzen muss oder so, da denke ich halt auch nicht, oh, was dauert denn das so lange oder so. Und, oder wenn die, ich war ja in vielen Wartezimmern jetzt die letzte Woche oder 10 Tage mittlerweile wegen meinem scheiß Arm. Und da war es auch oft so, dass die Leute an der, ich weiß auch nicht, sind das Rezeptionsdamen, sind das Schwestern, wie nennt man die? Das waren übrigens alles Frauen, ja. Also da ist ein Gap, ja. Da muss man die Männerquote hochgetrieben werden. Das sind meistens Krankenschwestern, die da sitzen, ja. Wie auch immer. Die haben dann immer gesagt, ja, Entschuldigung, dass es gerade zu lange dauert, weil du stehst halt davor so und quasi in Erwartung mit denen zu reden, ja, sorry. Und ich jedes Mal kein Stress. Ja. Ist doch alles cool. Ist doch nicht schlimm, dass ich jetzt hier gerade mal stehe. So. Also es ist schon nervig, aber ich will es niemals den Leuten vorwerfen, weil die können auch nichts dafür. Aber ich kann es verstehen, also es gibt eben Personen, die haben jetzt keinen Zeitdruck. Ne? Die können halt sagen, okay, entspann, ich habe eh keinen Termin, ich kann auch ein bisschen länger warten hier. Aber ich hatte es auch schon gehabt, dass ich irgendwie einen Termin hatte, irgendwie um 8 und um 10 immer noch drin saß, aber um 11 wieder arbeiten musste. Da habe ich dann auch schon mal gesagt, ey, irgendwie wurde ich vor um 8 bestellt. Ist gerade nicht cool, also wenn ich jetzt drankomme, wäre es cool, wenn nicht, muss ich einfach jetzt gehen und machen uns einen neuen Termin aus. Da habe ich auch gesagt, na, dann müsst ihr mich ja nicht so früh herbestellen, wenn es eh nicht funktioniert. Ja, da bin ich natürlich in der glücklichen Position, dass ich so ein zeitlich relativ flexibler Content-Creator bin und das dank so geilen Leuten wie Julius oder Edgy, die in den letzten ungefähr 7 Tagen mich sehr mit Spenden überschüttet haben. Ich möchte diesen Punkt hier, wenn wir eh gerade so real talkig sind, kurz nochmal nutzen, um dort ein kleines Danke dazulassen. Zumal Julius auch Geburtstag hatte. Oh, alles Gute. Alles Gute auch nochmal vom Brennpunkt, von offizieller Seite. Ja, die ganze Brennpunkt-Redaktion gratuliert. Genau. Alle winken sie hier in der Glasscheibe. Ja, danke Julius, danke Edgy, echt sehr sweet. Und ja. Auch ich möchte meinen Geldgebern gern danken an dieser Stelle, meinem Verein, der mich bezahlt für meine Sexualworkshops und so weiter und die Schulen, die mich bezahlen für die Workshops. Vielen, vielen Dank, macht so weiter. Weiter so. Auch vielen Dank an die ganzen Rundfunkgebührenzahlerinnen. Auch ihr finanziert mein Leben gelegentlich, wenn ich mal wieder irgendwo drehen darf. Danke für eure Gebühren. Wenn du das so überlegst, ja, die Leute, ich will das jetzt nicht zu sehr ausschlachten, weil es dann auch wieder ein bisschen eklig ist, aber die Leute, die mich finanziell unterstützen, haben dafür gesorgt, dass diese nette Frau da, diese Krankenschwester an der Rezeption, ein bisschen entspannter sein konnte, weil ich konnte sagen, nee, kein Stress, ganz ruhig. Du musst immer zu mir sagen, bedanken sich bei meinen ganzen Patreon-Supporter, ja. Die halten mir den Rücken frei, aber nicht sie. Ja, gut. Wir haben noch nicht so viele Themen besprochen, Tinko Bell. Vielleicht sollten wir das mal tun. Aber apropos Militanz. Ja. Die militante Veganerin. Ich wusste es.
Das ist die Meldung der Woche, ne? Nee, ich hab's auch nur auf Mikkel her, oder bevor ich los bin, hat's mir noch Mio erzählt. Mhm. Die hat jetzt Onlyfans tatsächlich. Mhm. Ich dachte, das wäre ein April-Scherz, aber die macht da richtig Sexualverkehr. Die also, zeigt da alles. Ihre Löcher haben da Löcher, Alter. Ist so. Und ich kenne Menschen halt, die diesen die Filmchen und Bilder davon sich angeguckt haben, die mir das halt erzählt haben und sagten, die macht da richtig Sex und Selbstbefriedigung und so. Also, die zieht's durch. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan ihrer... Keine halben Sachen. Ich bin kein Fan ihrer Aktion, ja. Ich finde, sie ist ja auch so jemand, die ist auch unfreundlich zu Leuten, die Fleisch essen und so. Ja. Das kann ich im Großen und Ganzen nachvollziehen. Historisch betrachtet, wenn es irgendwann mal heißt, die Menschen waren so grausam vor 500 Jahren, die haben Fleisch gegessen. Und wenn das dann echt so in der Moral angekommen ist, der Menschheit, kann sie vielleicht als Heldin dastehen, ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin selbst Veganer, ich rede nur noch mit Leuten, die vegan leben, wäre ich halt sehr, sehr einsam. Und das funktioniert einfach nicht. Und sie ist halt sehr, sehr gemein zu Leuten, die immer noch Fleisch essen. Also ich glaube trotzdem, dass sie auf einer gewissen Ebene auch ein Troll ist. Also dass sie genau weiß, dass wenn sie solche Aussagen macht, dass das anstößt. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich so handhabt, dass sie mit keinem redet, der Fleisch isst. Sie ist ja unfreundlich zu den Leuten. Das ja, gab es wohl, eine YouTuberin, mit der sie eine Kooperation hatte und die auch Veganerin ist, bis sie erfahren hat, dass ihr Kameramann Fleisch isst. Dann ist sie auch mal richtig doof geworden. Ja, so. Aber ich glaube, sie hat Marketing verstanden und ich glaube, sicher sie nicht. Weiß, wenn sie jetzt daraus ein Beef macht, dann kommt das gut an. So, oder nicht, kommt nicht gut an, sondern verbreitet sich. Also das hat sie auf jeden Fall verstanden. Ich muss sagen, ich finde wenig Personen unattraktiver als diese Person. Dieses Gesicht, nein, für mich. Ja. Aber das ist ja okay. Sie ist ja nicht dafür da, für mich attraktiv zu sein. Muss auch nicht für, aber dieser OnlyFans-Account hat für mich null Appeal. Für mich auch nicht. Ich finde sie auch jetzt nicht so sexuell attraktiv. Die hat einen Mund wie Martin Schneider, Alter. Das ist auch sexy, da kriege ich meinen wenigstens im Mund rein. Nee, aber ich finde viele ihrer Aktionen und Videos sehr schwierig und auch ihre, es gab auch Aussagen von ihr, die irgendwie als homophob und transphob gewertet worden sind, was sie bestreitet, aber die Aussagen fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber was ich geil fand, war, die war neulich bei irgendeinem Battle-Rap-Contest. Ich weiß nicht, wo das war und wen sie da gerappt hat. DSDS. Genau, das war's. Da war sie auf jeden Fall auch. Da war sie auch. Aber sie war auch mal im Battle-Rap-Contest und hat sie den Typen echt zerstört. Mhm. Ohne Scheiß. Und was ich uncool fand, da habe ich in der TGS-Wochenshow gesehen, dass ihr Gegner hat ihr eine Salami irgendwie vors Auge geworfen, was ich voll dumm fand. Ja. Weil im Battle-Rap hat auch TJ gesagt, gibt's irgendwie die Regel, du fährst deinen Gegner, deine Gegnerin nicht an. Du greifst sie an, ne, und darfst irgendwie über sie herziehen, ja, und so. Unnötig. Aber du schubst niemanden, du wirfst niemandem was ins Gesicht. Das hat der ehrenlose Bruder erstens gebrochen und zweitens war die vegane Militanterin war viel besser am Mikrofon, am Mic. Hat geile Lines gedroppt und es war richtig gut. Also Props dafür. OnlyFans gucke ich mir jetzt nicht an, aber spannend, dass sie es macht. Ja. Und Respekt also, dafür auch. Ist ja ich glaube auf jeden Fall auch, dass, was du sagst, dass man in vielleicht auch weniger als 500 Jahren über diesen Konsum von Fleisch erhaben sein wird oder den halt künstlich reproduziert hat, sodass man nicht verzichten muss. Mhm. Aber dass man schon moralisch dann klar sagen kann, okay, das ist echt Schwachsinn, dass wir das gemacht haben. Mhm. Aber der Weg dahin führt, glaube ich, schneller, wenn man eben diese Alternativen offeriert, statt zu sagen, hier, du Schwanz, Alter, ich töte dich, du hast ein Schwein schief angeguckt. Das sehe ich ja genauso, aber ich glaube immer noch, dass gerade die Betroffenen und die Opfer sind ja in dem Fall die Tiere, ne? Ja. Und wenn die sprechen könnten, du willst denen die beiden Wege aufzeigen. Entweder du machst damit sofort Schluss und bist ein bisschen militanter und aggressiver, Oder du bietest den Tieren an, machen das mal smooth und langsam, das ist vielleicht erfolgreicher, würden die Tiere wahrscheinlich sagen, ey Alter, wir sterben hier jeden Tag und wir werden hier gequält, ja, aber bitte sofort. Sie ist ja für sich militant, aber das heißt ja nicht, dass es dadurch schneller geht. Klar, wenn man jetzt politisch beschließen könnte, ab heute wird kein Fleisch mehr gegessen, dann wäre das ein Hardcut, aber andernfalls ist ihr Weg nicht der schnellere, glaube ich. Weiß man nicht, es wird sich herausstellen, wie es am Ende funktioniert. Stell dir das folgende Szenario vor, alle Veganer sind genau wie sie. Ich glaube, das wären Grabenkämpfe. Stell dir Alternativszenario vor, alle Veganer sind so, dass sie Fleischesser permanent bekochen mit kulinarischen Köstlichkeiten und sagen, guck mal, was es hier alles gibt. Meinst du nicht, dass das vielleicht der schnellere Weg wäre? Wer weiß, mal gucken. Wird sich zeigen letztendlich. Ich sage jetzt nicht, dass alle hier bekocht werden sollen, aber ne, nur mal rein fiktiv. Ich glaube. Also ich werde schon gern bekocht. Ja. Und was ich auch gelesen habe, aber ob das jetzt auch 1. April war, weiß ich nicht,
die militante Veganerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, soll wohl tatsächlich auch Fleisch essen, aber nur von Tieren, die andere Tiere essen. Mhm. Wurde mir irgendwie zugetragen, habe ich dann gelesen, aber ob das jetzt ein Scherz war, weiß ich nicht. Auch eine spannende Sache. Das heißt, sie hasst sogar Tiere, die Tiere essen. Und das ist für mich eine Grenze erreicht, weil ich... da hört der Spaß auf. Ich finde die Natur ja auch schrecklich teilweise, ja, aber so ist die Natur nun mal, dass Tiger Antilopen essen, ja. Das ist einfach so, dass ich, weiß ich nicht, aber... Nee, ich finde diese Löwen und Tiger, die sollten einfach mal ein bisschen progressiver werden. Die sollten mal Peter eintreten, für Tierrechte eintreten. Ich finde das wirklich asozial von denen. Und ich finde jedenfalls, das sollte man irgendwie, sollte man eine Grenze ziehen und sagen, dass die Natur da einzugreifen, macht keinen Sinn. Das ist, so ist sie einfach gestrickt, die Natur, deswegen würde ich da jetzt nicht sagen. Und das ist wieder so ein Hot-Take von Brennpunkt Internet. Menschen töten ist nicht so in Ordnung, Leute. Die Natur ist die Natur und die geht ihren Weg. Ja. Wasser ist nass, liebe Leute. Das sind diese wichtigen Einordnungen, warum wir hier eingeschaltet werden. Man muss auch mal Statements absetzen, Robert. Nicht, dass die Leute hier irgendwie denken, wir man sind... Man muss klare Kante zeigen, das ist doch dieser... Ja, klare Kante, ist so. Ist so. Klares Kantholz zeigen. Ja. Ganz klar konnte mir ChatGPT ein Video-Summary zeigen zu einem langen Video von Ethan Klein, H3H3, kennst du ja, ne? So hieß auch ein Wrestler, glaube ich. Ah, den meinst du bestimmt nicht. Ja, Triple H meinst du jetzt. Nee, es glaube irgendwie auch sein, der hieß E3 oder so, keine Ahnung. E3, die ist vorbei. Hatten wir letzte Woche. Egal, du kennst ihn auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur darüber überleiten, dass es, also ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe mir eine ChatGPT-Video-Zusammenfassung angeschaut und das finde ich, das ist ja wohl einer der größten Vorteile, oder? Das geht? Naja, klar, geht alles. Ich habe das jetzt auch öfter mal getestet schon. Der Redaktionschef geht los, viel Spaß. Und das Ding ist, dass du quasi, du kannst ja ein Videotranskript nehmen und das da reinspeisen und dann, ja, gib mir eine Zusammenfassung. Zack. Ah. Und dann musst du dir keine 25, es gibt ja so viele YouTuber-Heul-Videos, oh, der war ungerecht zu mir und das ist passiert. Und ich so. Verlasse Funk, das sind die Gründe, 20 Minuten, wie es auch umgeht, wie es angefangen hat und so. Ja. Genau, und dann kannst du dir das in Zukunft sparen, indem du einfach hier diese Summaries. Also Ethan Klein war nämlich in einem Multi-Channel-Network, das ist eigentlich das Thema, worauf ich mal hinaus wollte, da kennst du ja von... Früher Mediakraft und so. Ja, mit Unge und so. Genau, er war nicht in Mediakraft, er war bei MCN Broadband TV, BBTV. Und die haben ihm wohl die Werbeeinnahmen bis zu $620.000, was echt viel ist, als mal Brennpunkt einordnen. Für manche zumindest, das ist über eine halbe Million Dollar. Mhm. Das ist Geld, was nicht wenig ist. Und das haben sie ihm vorenthalten. Und da gibt es jetzt so... Ein Eklat quasi. So, und Multichannel-Networks. Macht man nicht. Ich war nie in einem, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was es ist. Damals musste ja jeder irgendwie da rein. Da gab es dann diese Endemuls und diese Mediakrafts und jeder war irgendwo drin. Und das brauchst du, um erfolgreicher YouTuber zu werden. Du musst ein Netzwerk haben. Naja, es hat ja damals funktioniert. Ich verstehe noch nicht ganz genau, was exakt passiert ist, damit die jetzt so ein bisschen irrelevant geworden ist. Also was ist jetzt anders als... Vor 10 Jahren. Ja, mein Gefühl war, dass es mit Unge anfing oder als er aufhörte bei Mediakraft, also als er bei Mediakraft rausging und das Statement abgab, dass er irgendwie sich eingesperrt gefühlt hat und so, dass sie ihn ausgebeutet haben angeblich. Da fing es an, dass man an diesen Netzwerken gezweifelt hat. Da hat es auch dann irgendwie ohne geschafft, soweit ich weiß, und viele auch. Und da haben sich einfach alle gemerkt, das brauchst du überhaupt nicht, so ein Quatsch. Naja, aber das es hat ja trotzdem, braucht keiner. Es hat ja trotzdem damals die Leute gepusht, die in so einem Netzwerk waren. Die haben sich ja dann untereinander immer schön angefasst und gesagt, ja, Cross-Promo. Das kannst du auch so machen, also auch ich kann irgendwie jemandem schreiben, irgendwie hier hast du Bock, eine Kollabo zu machen. Naja, aber der sagt halt nein. Wenn der aber im gleichen Netzwerk ist wie du, dann fühlt er sich quasi verpflichtet, ja zu sagen. Außer die Sau Lidiroth, die damals, wir haben ja für Funk produziert, die war damals bei Funk noch, als sie noch nicht das große Aldi-Money bekommen hat. Und die hat nein gesagt, ob sie bei uns in die Sendung kommen will. Was hat es euch gebracht, im Netzwerk zu sein? Überhaupt nicht. Ja, wir waren ja nicht in einem Netzwerk, aber... Ist ein Funknetzwerk. Ja, von mir aus waren wir im Funknetzwerk. Hätte mal Leroy einladen sollen, das wäre cool gewesen. Hm. Hatten keine Rollstuhlrampe im Studio. Echt nicht? Nee. Ah. War aber auch eben, also es gab Treppe, die, egal. ja, also ist schlecht, der wurde abgezogen, aber... Macht man nicht, liebe Leute. ChatGPT, ich werde am Mittwoch mal einen Stream machen, wo ich den ganzen Stream quasi von dieser KI
dirigieren lasse. Also ich werde zu sagen, hallo, mein G, ich nenne dich ab jetzt nur noch mein G, ich möchte, dass du mir antwortest, als ich bin dein G, was geht ab, Digga? Und dann werde ich sagen, ja, stell dir vor, ich bin gerade in einem Stream-Szenario und ich habe Zuschauer und das passiert. Hm. Und alles, was im Chat passiert, werde ich dann da quasi übertragen. Ah, und dann werde ich fragen, okay, was sollte ich jetzt machen? Ah, Julius ist gerade da, der hatte letzte Woche Geburtstag, was sollte ich jetzt machen? So. Hm. Also mal gucken, was da bei rumkommt. Also ich habe auch ein bisschen experimentiert letzte Woche mit ChatGPT und ich war jetzt nicht so ein Riesenfan davon, weil es halt wirklich, es ist halt dazu programmiert, wahrscheinliche Dinge zu schreiben und nicht Dinge zu schreiben, die stimmen. Also ich habe dann oft mal versucht, rauszufinden, ich habe eine Band genommen, die ist aus Berlin, die ist recht klein und habe halt gefragt, kennst du Band XY? Da hat die geschrieben, nein, kenne ich nicht, wer ist das? Da habe ich geschrieben, es ist eine Band aus Berlin und die haben zwei Songs, die so und so, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du das letzte Woche im Podcast schon erzählt hattest oder nach dem Podcast, aber ich meine, du hast das letzte Woche schon erzählt. Echt? Oh shit. Ja, jedenfalls hat sie halt Songs ausgedacht, ne? Und ja. Also ich habe mir, ob welche Band es jetzt gewesen ist, vielleicht war es auch eine andere, ich habe gerade nur eine andere im Kopf. Jedenfalls habe ich da Songs vorgeschlagen, hat dann gefragt, kennst du noch mehr Songs von denen? Da hat sich einfach Songs ausgedacht. Mhm. Und ich habe jetzt auch eine Doku gesehen, wie man eine Bachelorarbeit schreiben kann über ChatGPT. Geht halt überhaupt nicht. Also es macht gute Übersichten und kann irgendwie die eine gute Zusammenfassung schreiben, aber es denkt sich halt einfach Quellen aus und schreibt halt irgendwie Zitat, siehe Buch, hier ja, XY, also das gibt's gar nicht, das Buch. Problem, was ich auf jeden Fall sehe, es gibt doch echt viele Leute, die jetzt das benutzen statt Google. Mhm. Und das Problem, was ich sehe, ist, wenn du so eine Quelle hast, wie unser Nostra Wiki zum Beispiel, was übrigens mittlerweile leider gekillt wurde aus diversen Gründen. Es wurde gekillt? Ja. Poor quality, it's dissing people, it's YouTuber Wiki, aber wir haben die Daten noch, also es wird schon irgendwie nochmal auftauchen. Es wurde einfach gelöscht? Ja. Ich bin ja schockiert. Ich auch. Auf jeden Fall, wenn du halt so eine Quelle hast, wo dann drin steht Pissetoast, ja? Das ist dann die einzige Quelle zu Pissetoast im Internet. Aber ich glaube nicht, dass die KI so richtig 100% versichernd rausfiltert, ob das jetzt eine seriöse Quelle ist oder ob das einfach nur Bullshit ist, was da steht. Und das ist natürlich so ein Faktor, wenn du dann fragst, hier, hallo, ChatGPT, was ist Pissetoast? Und dann erklärt dir halt, Pissetoast. Aber das ist kein wissenschaftlich fundierter Fakt, sondern ein Fakt, der als Fakt im Internet steht. Es kann ihm nur helfen, sich Übersicht zu verschaffen von Themen. Das sollte man auf keinen Fall irgendwie akademisch verwenden, was da steht. Es ist halt aber auch noch am Anfang, ne? Und ich erinnere mal gerade, da warst du nicht dabei, aber ich habe mit Herodes den Jahresrückblick gemacht. Stimmt. Und da war irgendwie, ganz am Ende war ChatGPT halt in den Google-Trends ganz oben und da wussten wir noch nicht mal, was es ist. Hm. Ja? Und jetzt, es ist nicht mal 4 Monate später, ist das überall. Ja, stimmt. Und es hat sich ja noch nicht krass verändert in der Zeit, aber ne, also das ist schon... Genau, wie diese KI-Maschinen, die Bilder herstellen, die auch immer realistischer werden. Da gibt es jetzt wohl nochmal ein riesiges Update, wo sie richtig realistische Fotos machen. Und da habe ich jetzt ein Video gesehen darüber, dass diese, ich weiß gar nicht, welche Funktion das genau war, Probleme damit hat, Menschen zu zeigen, die Spaghetti essen. Mhm. Immer wenn du eingibst, irgendwie... Person am Strand isst Spaghetti. Hm. Sieht einfach immer weird aus. Die essen nie normal mit Messer und Gabel. Es ist immer so mit Spaghetti im Gesicht und so und haben die Augen aufgerissen und Mund aufgerissen und so. Und Hände sehen noch nicht so richtig gut aus. Aber das jetzt schon so krass ist, wart mal echt 5 Jahre ab, ne? Oder 10 Jahre ab, da werdet ihr gar nicht mal unterscheiden können. Ich werde hier sitzen bleiben und einfach 5 Jahre warten. Ja, cool. Mach mal. Kannst immer zum Podcast rumkommen, aber sonst, ich bleib hier sitzen. Kannst gar rumkommen. Sonst gibt es hier einen KI-gesteuerten Podcast. So. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt von meinen ersten Exkursionen. Es ist immer noch nicht empfehlenswert, menschliche Fäkalien in irgendeiner Form im Mund zu haben oder zu gurgeln. Ja, das stimmt. Also no King-Shaming, aber das ist echt nicht so die geilste Idee. Dann habe ich gefragt, kannst du mir das vom folgenden Satz jedes einzelne Wort genau analysieren? Und dann ist der Satz, ich möchte dir den Qualster aus der Ranzfurche rödeln. Gut. Zusammen bedeutet der Satz, ich möchte den Pickel aus der Hautfalte im Intimbereich entfernen. Naja, gut. Auch Gedichte schreiben kannst du nicht. Ich habe auch gefragt. Ja, mit Reimen ist auch ganz schlecht. Bitte schlechter Gedicht, als Bushido. Echt? Hör mir mal ein Gedicht, wo sich alle Zeilen reimen auf Zaun. Irgendwas habe ich geschrieben und es kam nicht einmal das Wort Zaun vor. Also nur ein Anfang, Reim auf ich. Zaun. Naja, es kam auch kein Reim auf Zaun. Also völlig wild. Oder schreib mal einen Songtext,
wie den Rammstein jetzt irgendwie machen würde. So, der heißt Mülleimer. Da kam irgendein Quatschtext raus, der niemals Rammstein-like sein könnte. Oh. Also es ist noch sehr am Anfang, aber auf jeden Fall sehr aufregend. Gut, was auch aufregend ist, ist, was die Woche schon wieder alles los war. Einiges. Der Wahnsinn. Der Mario-Film hält die Welt in Atem. Und ich habe gehört, du gehst heute auch in den... Ich gehe heute rein mit Mio, genau, und bin sehr gespannt. Ich wollte ihn auf Englisch sehen, weil ich bin ein riesen Jack Black-Fan und er synchronisiert ja Bowser. Ich habe sehr oft gehört, dass Jack Black der Star des Films ist und ich weiß nicht, ob das im Deutschen so rüberkommt. Aber wahrscheinlich, wo du es auch noch sagst, ey, scheiße. Ja. Aber der läuft halt nicht auf Englisch hier in Weimar. Ich habe ihn zumindest nicht finden können im Originalton. Und, aber die Story soll ganz spannend sein. Ja, Mario muss jemanden retten. Ja, nee, aber es geht aber darum, dass Mario zum ersten Mal in der Welt irgendwie ist, ne? Und es ist nicht so von wegen Business as usual. Und was mich ein bisschen stört. Er wird ein bisschen als in seiner normalen Welt etabliert am Anfang. Genau. Was mich halt stört an dem Film oder an der Synchro ist, dass halt Mario normal spricht. Ich kenne ihn halt mit Yippie, ha, wuhu. Ja, willst du das 90 Minuten lang hören? Ja, das will ich hören. Oh, Peach, ja! Oh, das ist so schön! Schön, dass du da bist! Juhuhu! Es ist doch so Mama nervig, mia. Alter. Doch, ich will das hören. Vielleicht ist es übertrieben, aber schon dieses, oh Mama mia, ihr müsst los, jetzt gehen. Irgendwie sowas, weißt du? Nee, das ist 23, im Jahre 2023 ist das nicht mehr machbar, Tino. Das ist dann, klar, ist machbar. Das ist dann Rassismus gegen unsere Nachbarn, die Italiener. Dann sollen sie halt einen Synchronsprecher nehmen, der echt einen Akzent hat und so. Aber ich weiß nicht. Ja, aber selbst wenn der echt einen Akzent hat, sagen Italiener nicht ständig Mamma mia. Er ist ja auch überzeichnet. Also hoffentlich. Ich finde das auch witzig. Ich nehme gerade nur eine Position ein, ja. Hoffentlich die ich selbst als anstrengend empfinde, wo Jackie jetzt wieder sagen kann, ach, der Tino, oh, der hat immer recht, oh, das ist so geil. Ja, liebe Grüße an Jackie, weil habe mich sehr gefreut, das zu lesen. Ich hoffe, ich drehe jetzt nicht in irgendein Fettnäpfchen rein, der kulturelle Aneignung und so, keine Ahnung. Das sind unsere Nachbarn. Wir werden ja wohl unsere Nachbarn verschrecken können. Ich darf jeden beklauen, der nebenan wohnt. Das ist ja dann okay, wenn ich so einbreche und irgendwie den Schmuckkästchen klaue. Ich sage nur, dass das alles Spacken sind. Außerdem dürfen wir das, weil die hatten auch Mussolini. Die haben keine weiße Weste. Ist geschenkt. Aber außerdem haben wir jetzt ja hier so eine Mussolini-Enkelin, also alles gut. Stimmt, die ist an der Macht. Wir müssen die eigentlich mobben. Ja. Wir haben unsere deutsche Verpflichtung ist, diesen Faschismus in Grund und Boden zu mobben. It's me, Faschismus. Das siehst du jetzt erst recht, weißt du. Und es gibt ja auch eine Zeichentrickserie über Mario, da sprechen die auch immer so. Ja. Weißt du, es war geil, ich habe das übelst geliebt. Das war auch eine andere Zeit. Aber ich bin gespannt drauf auf den Film heute. Ich will die Zeit zurück. Ich werde es berichten. Ich schaue nochmal nach, ob ich das doch nochmal finde, den Originalton. Ich will es nicht auf Deutsch sehen, Robin. Ich will Jack Black hören. Hm. Ja, ich werde den wahrscheinlich nicht im Kino gucken, aber gönn dir. Also animationstechnisch sollte es sehr, sehr schön sein. Ja. Was mich dann aber eher hookt, ja, ich mache gerade am Mikrofon rum, entschuldige mal, aber es regt mich auf, dass diese scheiß Gummis da nicht perfekt drin sind gerade. Wir haben es gleich. Ja, warte. Der neue Spider-Man-Animationsfilm, der hookt mich dann mehr. Das hat so einen richtig geilen Animationsstil und den letzten fand ich schon sehr schön. Ich bin kein Fan von Spider-Man tatsächlich. Ich finde die Story sehr langweilig. Och, entschuldige mal. Die Story ist langweilig. Auch der wird von der Spinne gebissen. Die Story von Mario ist, der rettet Peach oder seinen Bruder oder wen auch immer. Ja. Und dann ist da auch so eine große Schildkröte. Ich habe ja schon tausendmal gesehen, dass jedes Mal Peter Parker von der Spinne gebissen wird und so. Das habe ich alles schon tausendmal gesehen. Hm. Huckt mich nicht. Ich finde auch dieses Konzept von Spider-Man, der Netze schießen kann, ist... holt mich nicht ab. Ich bin da, wie gesagt, sagt er Team Batman so, der mit Bruce Wayne, der einfach reich ist und so und sich das leisten kann. Mhm. Und mit richtig coolen Enemies wie Joker und Riddler, die sind geil. Aber ich brauche jetzt hier nicht, wie gibt's denn von Spider-Man überhaupt das Bösewicht? Ich fände eine innovative Story wäre, wenn Spider-Man Günther Netzer erschießt. Ja, wäre auch witzig. Ja, sicher. Das war wieder so ein Gag, der mir jetzt 30 Sekunden im Kopf war und nicht, der musste raus. Was aber auch ganz, ganz toll ist, Tino, ist Wrestling. WrestleMania war. Ja, WrestleMania, genau darauf wollte ich hinaus. Nein, du hast in einer Instagram-Story einen Clip gepostet von einem El Hijo del Vikingo. Ja. Ein mexikanischer Wrestler. Und daraufhin habe ich mir Top 35 Moves auf El Hijo del Vikingo angeguckt. Also Vikingo. Und ich sag mal so,
wenn Wrestling nur so wäre, würde ich das heute noch gucken. Weil das ist ja insane, was der Typ macht. Das ist ja Jackass, Alter. Ich erkläre es dir jetzt mal ganz kurz. Ja. Was du hier gesehen hast, ja, das ist basically Wrestling. Nein. Was die WWE, nein, was die WWE da macht, so, ja, das ist halt Sports Entertainment und das ist alles sehr, also man spricht auch von einem eigenen Mainstream-Stil, den die WWE hat. Ja. Es ist sehr langsam, sehr auf, ja, einzelne Spots gelegt und, ja, so, viel geredet und so und familienfreundlich. Aber das Independent Wrestling ist fast immer so, vielleicht nicht so krass wie er jetzt, das, oh, sind nicht alle. Aber wenn du dir mal Indie-Wrestling anguckst, ja, die ganzen kleinen Ligen, die drehen alle völlig ab. Und das ist halt richtig krass und gefährlich und so. Das machen die halt im Indie-Wrestling. Ja. Die WWE ist nicht das Wrestling-Business. Die sind das, die größte Liga vielleicht, aber die sind nicht das, was Wrestling eigentlich ausmacht. Der Mainstream ist also scheiße, wie immer. Ja, toll, Tino. Es ist eine Frage des Stils, ne? Also die sind halt sehr Familienfreundlichkeit gemünzt und so und auf Fernsehen. Na, vor allem, lass mich ganz kurz erklären. Mach, ich habe auch ein komplettes Match von dem geschaut gegen, mhm, einen gewissen TJP, glaube ich, oder TA. TJ Perkins? Weiß ich nicht, so ein, das ist ein Filipino. Wahrscheinlich keiner von den Bekannten. Oder doch, so, oder? Warte, ich kann mal kurz. Es gab einen, der heißt TJ Perkins oder TJP. Wenn das ein Philippiner ist, dann ist der das. Und da war auch so Humormoment drin, ja, aber das war nicht dieses überzeichnete, das ist der nicht, oder? Doch. Ja, das sieht doch schon eher aus, ja. Der hat halt so ein Gamer-Gimmick, wo er immer mit so Chiptune-Musik reinkam und sowas, so ein Superheld und so. Okay. So, nicht Superheld, aber so ein bisschen so, ja. Ja, die Intro-Scheiße habe ich geskippt, keine Ahnung, ich wollte den Kampf. Das ist das Geilste manchmal. Egal. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, also das, was habe ich zuletzt gesagt? Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ist auf jeden Fall. Du hast ein Match gesehen zwischen TJP und. Ja, ich habe ein Match gesehen und der Typ. Also, das ist wirklich Jackass, Mann. Man hat ja den Ring mit vier Ecken, ne? Meistens, ja. Und der Typ, sein Gegner steht draußen vor der Ecke, ja? Mhm. Und er rennt von drinnen an über die Ecke, hält sich da fest, macht einen doppelten Vorwärtssalto und landet mit dem Rücken auf seinem Gegner. In dieser Ecke, es ist völlig schwachsinnig, was der macht. Er ist wirklich insane Shit. Und das, ach genau, jetzt weiß ich, worauf ich eben hinaus wollte, dass das auch solche Humorelemente hatte. Mhm. So, die aber halt, die sind dann eher wie so ein Jackie Chan-Film gewesen und nicht wie, ja, dieses schlechte, also ja, du feierst es auch, wenn The Rock irgendwas Lustiges sagt und so. Aber it doesn't matter what you think. Ja, das ist für mich halt nicht ganz so, das holt mich nicht ganz so ab. Aber hier zum Beispiel war es halt so, dass sie sich so geslappt haben, so auf die Brust, so ja, haha, ich bin krass. Klassiker, ja. Ja, aber pass auf. Und dann haben die sich mit ihrer, die sind beide so ein bisschen akrobatisch, haben die sich so verknotet, waren dann an den Beinen zusammengeknotet, standen beide auf dem Kopf, ja, mhm, an den Beinen verbunden und haben sich dann kopfüber weiter geslappt, ja. Und das fand ich hilarious. Aber der Rest war einfach nur Akrobatik. Wenn du da, wie gesagt, ich habe früher so einen Kevin Nash und so gefeiert, der so ganz langsam und einen Fuß ganz langsam anheben und Powerbomb. Aber das ist alles wack, ja. Das weiß ich, der ist halt stark. Der kann jemanden hochheben, aber das ist halt keine, das ist nicht artistisch. Aber das war ja alles Rey Mysterio, ja? Ja. Und noch krasser als Rey Mysterio. Und das ist richtig sick. Das ist wirklich, als würdest du The Raid oder so oder halt einen Jackie Chan-Film schauen. Ein bisschen langsamer spielt sich's ab, aber dafür, das ist ja alles live so, das ist ja nicht, ne, mit 1000 Takes und so. Und dafür ist das schon echt krass beeindruckend gewesen. Also ein Kampf von Vikingo wird er, glaube ich, original ausgesprochen und TJP gibt's auf YouTube. Außerdem gibt's noch die Top 35 Moves von ihm. Und das hat mich sehr abgeholt, Tino. Und nun, das noch ganz kurz zu erzählen, es gibt eben ganz viel Humorebenen und spannende Ebenen im Indie-Wrestling. Es gibt zum Beispiel einen, der hat so eine Fernbedienung, wo er das Match verlangsamen kann. Ja, weil er so eine Zeitlupe kämpfen oder alles, oder so ein Match mit 10 Leuten. Das sind für mich immer so Ideen, die sind witzig auf dem Papier, aber wenn ich ist immer übelst geil. Oder jemand irgendwie ein Match von 10 Leuten und einer steckt einen Finger in den Arsch, dann kommt der nächste Finger in den Arsch. Es gibt so lange Kette, wo sich Leute Finger in den Arsch stecken und der ganz vorne steht, klappt dann seinen Arsch zusammen und schmeißt alle dann mit seinem Arsch quasi so durch den Ring durch. Das sind so Sachen, die übelst witzig. Oder jemand kämpft gegen einen Besen, gab es auch zum Beispiel einen Besenkampf. Oder so unsichtbare Kämpfe gegeneinander, wo der Referee alles verkauft hat. Es ist einfach eine riesige Welt von Comedy und Bullshit manchmal, aber es macht Riesenspaß. Also schaut euch. Folgt mir bei Instagram. Da kann ich nicht mitgehen. Also, folgt mir bei Instagram. Ich mache manchmal so Stories von wegen, if wrestling is fake, explain this, wo ein Pizzabäcker so gerade während des Matches so ein Pizzaboten irgendwie balanciert und so und kämpft währenddessen.
Das ist halt richtig geil, das ist richtig eklig hier. Hier ist gerade mein Ellbogen rausgequollen. Ich muss das, glaube ich, nochmal neu dran machen. Ich habe eigentlich gerade nur so einen Verband dran an meinem Ellbogen, damit der so ein bisschen gefedert ist, falls ich doch mal irgendwo anecke. Aber der quillt hier einfach nur in Tinos Gesicht rein gerade. Ich will ganz kurz das Thema Wrestling abschließen, denn ja. Es gab einen Skandal bei WrestleMania, die große Hauptshow. Und zwar ausgerechnet vor dem Match von Rey Mysterio und Dominic Mysterio, seinem Sohn. Denn in der Geschichte war Dominic Mysterio im Gefängnis. Und vorher, und sie haben ihn quasi aus dem Gefängnis rausgeholt und zum Ring gebracht und haben halt ein Gefängnis von außen gezeigt und... Da waren nur Schwarze drin. Nee, viel schlimmer, sie haben einfach Auschwitz gezeigt. Okay, ein gut. Film von Auschwitz. Das ist witzig. Und filmt dann ins Gefängnis. Also nein, Auschwitz ist natürlich nicht witzig, Leute. Film dann ins Gefängnis rein, wo ihr dann in einer Halle sitzt. Es gab einen Riesenskandal. Weißt du, was die Antwort von WWE war, warum sie das gemacht haben? Wir wussten nicht, was es ist. Die konnten das nicht. Wir haben einfach gegoogelt, Gefängnis oder irgendwas. Ah, ja. Irgendein Lager. Haben einfach ein Bild genommen und das gezeigt quasi. Und haben aus Versehen erzählt, dass Dominic Mysterio, der Sohn von Rey Mysterio, in Auschwitz sitzt und quasi jetzt zum Ring gebracht wird. Okay, fand ich großartig. Ja. Oh, wir haben sogar gleichzeitig großartig gesagt. Also Jinx. Das ist richtig gut. Ja. Das ist richtig gut. Ich hoffe, dass da wirklich... Also wenn da jetzt wieder irgendein heimlich rechtsradikaler, fädenziehender Strippenmeister dahinter steht, dann ist halt wieder... Oh, dann Adolf McMahon meinst du? Ja, genau, Adolf McMahon. Das wäre dann wieder... Oh, this is why we can't have nice things. Aber wenn das wirklich so ein honest mistake ist, dann ist das einfach nur geil. Es gab mal die Figur, die hieß Heidenreich und die sollte so aufgebaut sein, dass er ein aufgetauter Nazi ist von früher. Ja. Großartig. Also Wrestling und Nazis, die haben es miteinander irgendwie. Das ist echt deswegen magst du das so. Deswegen nicht, aber es ist witzig. Aber wo witzig ist, wo Lachen verboten ist, ist Last Wrong Laughing auf Amazon Prime, lol. Ja, hast ist du jetzt, schon öfter mal Promo für ist jetzt raus wieder, zu, die ersten zwei Folgen. Und ich bin auch kein, will auch Amazon nicht irgendwie hypen. Aber Prime ist ja, haben wir ja nun mal viele Menschen, haben wir auch. Und ich finde, LOL ist ein echt cooles Format. Ich weiß, dass du und Herodes anders denkt. Nee, ich habe noch nichts davon gesehen. Klar. Oder ja, einen kurzen Ausschnitt. Aber ich finde halt einfach deutsche Comedians nicht witzig. Das Format an sich kann ja geil sein, aber wenn da sich jemand hinstellt und so einen dummen Mittermeier-Witz macht oder so, dann... Der Witz ist ja, dass die da irgendwie eingesperrt sind und müssen sich zum Lachen bringen, kann er da flachen. Und dann haben die halt irgendwie so Größen wie Kurt Krömer ist da, Anke Engelke, stimmt, Martina Hill so. Und so. Das sind alles so halt coole Comedians. Manchmal auch welche, die jetzt nicht lustig sind, wie jetzt Schöneberger, genau. Elton und so, die sind auch mal mit dabei. Oh, was war das? Ich habe einen Ausschnitt mir angeguckt und da kam nämlich auch so jemand rein und sollte zum Lachen Lachen bringen und dann war es halt echt so, dass alle so, oh, das ist ja unfair jetzt, so als würde da dann der beste Comedian aller Zeiten vorne stehen. Und dann war es halt irgend so ein Olaf. Ich weiß nicht, wer es war, aber... Der Olaf Schubert. Nee. Ja, aber es ist ja so, also es stimmt schon, ich bin doch manchmal echt süß, wie die immer sagen, wenn jemand Neues reinkommt, oh, Anke, jetzt ist man Endgegner, wenn die jetzt hier reinkommt, dann lache ich auf jeden Fall. Die sind alle unglaublich witzig. Es ist immer alles sehr so in Pampern und so und Arschpudern und Einschleimen. Ja, aber es ist genau ja witzig. Hier, ja, Max Giermann. Alter, das ist so eine Scheiße gewesen. Und alle so, oh nee, das ist jetzt unfair, dass der Max Giermann als Hochorge reinkommt. Aber das ist so scheiße. Ich fand's witzig. Ich finde das so scheiße. Guck's dir mal an und versuche nicht dabei zu lachen. Es ist manchmal ja, ich hab, das habe ich mir angeguckt. Ja. Und das ist einfach nur Kacke. Haha, der hat sich nach vorne, guck mal, der hat einen Kopf nach vorne gemacht und sich einen Kopf am Mikrofon gestoßen. Wo ist das witzig? Das musste aus dem Kontext gerissen jetzt. Den Gag. Also ich kann es empfehlen, ich fand es sehr witzig, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und musste viel lachen. Na gut. Ich war rausgeflogen tatsächlich bei den ganzen Leuten. Und mein Favorite ist ja Kurt Krömer in der ganzen Geschichte, den liebe ich ja so ein bisschen und er ist wieder mit dabei. Das ist ein guter. Und diesmal ist keiner gestorben von denen auch. Bitte was? Diesmal ist keiner gestorben von denen, die da mitgemacht haben. Wer ist denn gestorben? Letztes Mal war doch Mirko Nonchef dabei, der ist doch dann irgendwie kurz nach der Aufnahme gestorben. Wer ist das? Mirko Nonchef? Alter ey, ich renn gleich hier raus. Mirko Non... Wie heißt er? Mirko Nonchef. Hier sind Informationen aus 24 Hamburg. Okay. Den kennt man doch. RTL Samstagnacht hat er gemacht. Mhm. Der Märchenman und so, Sieben Zwerge, Speedy. Ja, bei Sieben Zwerge, das ist das Einzige, wo ich den mal gesehen habe. Aber der ist eine Legende, Alter. Und der ist halt gestorben, kurz nachdem das abgefilmt worden ist.
Es war alles ein bisschen sad. Hat aber sich totgelacht. Wahrscheinlich. Ja. Also war sehr, sehr sad jedenfalls. Ein Held meiner Kindheit. Hm. Hat man auch schon hier angesprochen im Podcast. Hast auch schon, glaube ich, gefragt, wer das ist. Aber macht ja nichts. Ich frage auch ständig, was ist nochmal Last of Us? Eingeprägt. Die Saudis haben gesagt, die werden jetzt erstmal die Ölförderung zurückschrauben. Mit das ist jetzt nicht so wirklich ein Brennpunkt-Internet-Thema, habe ich das Gefühl. Das Internet interessiert das nicht, wenn die Saudis mal 1 Billion weniger verdienen statt 20. 100.000. Aber das habe ich in einem Thread gesehen und da ging es darum, dass das mal in Kontext gebracht wurde. Kontextnippel. Ja. Genau, Kontextnippel. Danke, Amadeus. Dass man Milliarden Jahre braucht, um quasi das herzustellen, das ganze Öl. Oder halt, ne? So, fossile Brennstoffe. Da ist ja ein ewig langer währender Prozess. Das sind ja noch die Dinos, die da verwesen. Stimmt. Und auch die mussten schon schuften dafür. Ja. Ist so. Und wir machen das in 200 Jahren, schöpfen das alles ab. Ja, also diese Vorstellung ist eigentlich übelst insane. Aber so wird es kommen. Und der Funfact darunter, der hat mich überrascht, dass die Erde an sich, also natürlich nicht tatsächlich, sondern im Kontext, also runtergebrochen, egal, dass die Erde an sich ein paar hundert Fässer Öl pro Tag herstellt sozusagen. Nur, ja, also die riesige Erde und wir fördern jeden Tag, was weiß ich, 1 Million Fässer. Millionen so. Fässer bestimmt, ja. Das ist schon irgendwie insane. Es wird mal alle werden, genauso wie die Überfischung und so, ne? Also das ist wieder so ein Hot Take. Ja, also. Das Öl wird mal alle werden, Leute. Halt kommen. Haltet euch fest. Nee, ist ja wirklich so. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie eine Facebook-Seite gefunden. Ich dachte erst, die macht Satire. Tino, ich dachte, du bist jetzt nicht mehr auf Facebook. Wenn du jetzt so eine Gruppe doch, hast. Doch. So eine Brennpunkt-Gruppe. Guck mal, die heißt Gegenwind Deutschland, Windwahn, nein danke. Und die meinen das echt ernst. Die sind vernunft-hessen.de, die sind gegen Windräder, nennen das Windwahn. Weißt guter du? Zweck, witzig. Es ist halt so dieses von wegen, auch so Klimaterroristen, also die kleben sich an Straßen fest und du vergleichst die mit der NSDAP, mit der RAF oder mit dem Islamischen Staat, obwohl sie sich basically nur an die Straße festkleben. Weißt du? Oder und sagt, sie machen Terror und so, oder auch Windanlagen, dass die irgendwie Windwahn wären. Das ist so eine völlige Überzeichnung, völlige Fehldarstellung. Das macht mich richtig fertig teilweise. Aber Nazis, wenn in Asylwerbeheimen brennende Menschen dabei sterben, das ist natürlich ein Ausdruck von der demokratischen Meinung irgendwie. Ne? Das ist alles irgendwie okay, das sind besorgte Bürger. Es weiß jeder, dass diese Windräder vom Ku Klux Klan dahingestellt wurden, um schwarze Leute daran zu heften und das Ding anzuzünden. Das weiß doch jeder. Ist so, und die müssen wir halt ernst nehmen. Und ja, Windräder würden ja tausende irgendwie Vögel töten. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das macht mich halt so wütend. Die können dagegen sein, aber sie sollen mit echten Fakten kommen. Lieber Vögel töten als tote Vögeln. Das stimmt. Ja. Außer es ist vereinbart. Dann ist es okay. Vielleicht. Ja, das ist doch auch die Bank mit den Vögeln, Alter. Also, dass das erstens ganz, ganz wenig sind und zweitens im Verhältnis zu dem, was stirbt durch fossile Brennstoffe. Ja. Das ist wie mit irgendwie, was ist die größte Gefahr für Kinder? Drag-Shows oder Waffen? Und Leute, die sich echt hinstellen und sagen, dass Drag-Shows gefährlicher sind. Ich skippe, glaube ich, diese Woche den Amerika-Part. Es war eh schön, dass wir diese Folge mal so ein bisschen über den Brennpunkt an sich auch geredet haben und so. Aber es ist Amerika, also es ist schon wieder ganz kurz runtergebrochen. Auf der einen Seite gibt es so einen Senat von einem Staat, der gewotet hat, dass die Kinder in der Schule kein Essen bekommen. Und irgendwie 2 Tage später haben die gewotet, dass ihre Mahlzeiten irgendwie erhöht werden. Das ist, geil. Also, das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Naja, egal. Und noch viel mehr, aber hätten wir ihre später. Diäten erhöhen sollen, dass sie weniger essen, wa? Ja. Ja, und ich habe auch noch 2 YouTube-Themen tatsächlich. Oh, hau raus. Ich bin angekommen im Brennpunkt Internet endlich. Ich habe jetzt verstanden, worum es bei uns eigentlich gehen sollte. Und zwar Drachenlord habe ich einmal als Thema, denn der hat seinen Abschied verkündet an einem Freitag und sagt, er will sich jetzt zurückziehen aus der Öffentlichkeit, macht nie wieder Videos und so und geht raus. War das zufällig am 1. April? Und er hat sein großes Comeback am Sonntag gefeiert,
2 Tage später und sagt, er braucht Geld. Überraschung. Das ist witzig. Er lebt ja vom Internet, ne? Er ist ja auch, klar, ist jetzt kein riesiger Star oder so, aber er hat ja immer noch Supporter, die ihm Geld spenden und so, und Werbeeinnahmen wahrscheinlich noch. Das ist doch auch eine Trollaktion, Alter. Das ist ist ja wurscht, aber. Ich finde, das ist witziger Humor. Offene Weise schon, unfreiwillig wahrscheinlich, aber überraschend, wenn du nicht mehr arbeitest, du kein Geld mehr hast, das ist ja wohl klar irgendwie. Ja, der hat doch nicht kein Geld mehr, weil er 2 Tage kein YouTube gemacht hat. Das ist doch ein offensichtlicher Joke, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich finde es alles sehr komisch. Der hat zwar irgendwie, glaube ich, attestiert nicht so einen hohen IQ, aber also das ist ja also offensichtlicher Joke. Er wollte kurz nachgedacht haben, hat ein hartes Wochenende, keine Ahnung. Jedenfalls kam das große Comeback von Drachenlord. Er hat uns gefehlt für 1-2 Tage. Ja. Welcome back. Und eins noch, eine Person, die ich lange Zeit nicht mochte, aber inzwischen bin ich Fan von ihm. Und zwar, wir hatten es erst vorgestern vor euch am Karfreitag Tanzverbot. Da wurde nämlich geleakt. Er hat jetzt so einen ganz kleinen Beef mit Orange Morange. Das haben wir, glaube ich, auch schon ganz kurz angesprochen. Ja, ne? Die Adresse wurde geleakt. Das ist auch schon 2 Wochen. Genau, genau. Und jetzt gab es jedenfalls die Entschuldigung von Orange Morange. Und sagte irgendwie, jetzt eingesehen, dass es irgendwie dumm ist und so. Und will ihm eigentlich nichts Böses, so sinngemäß. Wow. Und will dafür aufkommen und möchte halt die Kosten übernehmen für den Umzug von Tanzverbot, Tanzlord. Und will ihm halt unterstützen, dabei eine neue Wohnung zu finden. Hm. Wo Tanzi dann meinte, nee, ja, du wirst dafür bezahlen, auf jeden Fall, aber ich werde nicht einfach sagen, ey, vergeben und vergessen. Ich wollte gerade sagen. Du hast mich so unter psychischen Druck damit gesetzt. Ich habe jetzt jeden Tag Angst irgendwie und bin angespannt. Ich habe mit meinen Anwälten gesprochen, das war richtig teuer für dich, Alter. Ja, na, vor allem hat er das, also der andere Typ hat das ja garantiert nur gemacht, um glimpflich davon zu kommen. Na klar. Weil er jetzt halt da Schiss hat, dass er wirklich viel auf ihn zukommt. Das war auch so lame, ne, irgendwie. Ja, ich habe jetzt mal zufällig ein Haus hier bei Google Maps und so. Ach, das ist doch schön. Da würde ich ganz gern wohnen, da hinziehen. Ich weiß nicht, wer da wohnen könnte. Wo dann offensichtlich war, dass es ein Tanzverbots Haus ist oder Wohnung ist. Ja, Tanzverbot war ja überhaupt jetzt in aller Munde die letzten Tage, weil da gibt es ja so eine super Sonderregelung zu Ostern, dass man nicht tanzen soll. Ja. Was ist denn das eigentlich für eine dumme Scheiße, ey? Können wir Religion jetzt endlich mal auslöschen? Es gehört ins Museum, wenn du mich fragst, Religion. Ja. Aber ich will nicht eure Glaubensfreiheit wegnehmen, glaubt an was ihr wollt, ne? Aber irgendwie finde ich das doof, wenn das alle Menschen dann beeinträchtigt. Soll halt nicht passieren. Welche Uhrzeit genau ist Jesus gestorben? Ich möchte genau da bitte Walzer tanzen mit jemandem. Will ich mich nicht drauf festnageln lassen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das ist Klassiker. Tut mir leid. Okay. Wir neigen uns dem Ende zu, das merkt man auch an unseren Witzen. Noch nicht ganz, denn 2 wichtige Nachrichten sind hier noch, Tino. Denn hast du was von der NATO gehört? NATO-Erfahrung? Das ist eigentlich die Nachricht der Woche. Ja, Finnland ist jetzt dabei, ne? Finnland, 31. Sagt man Member. Jure Päivä, wie das heißt bei denen. Der Wahnsinn. Gleichzeitig, das ist nämlich die eigentliche Nachricht, band die NATO alle Handys, von den Leuten, die da drin sind, also von den Diplomaten, TikTok zu benutzen. Mhm. Auch hier haben wir wieder ein TikTok-Verbot und wo wir gerade von zwielichtigen Webseiten und Apps reden. Twitter war in der Kritik, denn es gab die Analyse vom Twitter-Algorithmus und da stand im Code versteckt, im Algorithmus war eingebaut, dass alle Themen rund um die Ukraine unterdrückt werden sozusagen, also dass die nicht so präsent angezeigt werden, wie sie würden, wenn alles quasi nach Relevanz sortiert, also nicht nach Relevanz, sondern nach, also je mehr drüber twittern, desto höher wird es gerankt, aber das wurde mit Absicht runtergerankt, damit es nicht angezeigt wird oder weniger. So, und da gab es natürlich einen großen Aufschrei. Da bin ich noch so ein bisschen on the fence, weil ich auf der einen Seite verstehe, das kannst du nicht machen, Alter, die haben da Krieg und du unterdrückst gerade die Informationsverbreitung darüber. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn du aber auf diese Plattform gehst und das auf natürliche Weise sich verbreitet und dann dein ganzer Feed nur voll ist mit Ukraine-News, ist vielleicht nicht das Allergeilste. Da kenne ich mich mit Twitter nicht ganz genug aus. Aber ich dachte, du siehst auch was Sachen, denen du folgst. Eben, weißt du? Ja, also ich glaube, das ist halt, das haben einige auch noch nicht so gecheckt, dass es da das gab es früher nicht so, dass es eine Für-Dich-Seite gibt, wahrscheinlich auch von TikTok inspiriert, und eine Du-Folgst-Seite. Und die Für-Dich-Seite ist halt die Standard-Seite. Ja. Und da wird ja halt alles reingespült, bei Du-Folgst siehst du wirklich halt nur Sachen, denen du folgst.
Aber die für dich Seite würde natürlich dann überlastet werden mit, hier ist wieder jemand gestorben, da ist wieder Bombe, da sind wieder Zivilisten vergewaltigt worden und so. Das ist doch so ein Zeichen davon, dass viele Menschen gar keinen Frieden wollen, die wollen nur ihren Frieden haben, wollen davon nichts wissen. Ist richtig. Ja, aber das kannst du denen jetzt auch nicht verdenken, ja. Aber es ist natürlich, es geht ja nicht um den Nutzer, der keinen Bock hat auf Ukraine, sondern es geht darum, dass Elon Musk oder die Firma an sich sagt, ich möchte nicht, dass dieses Thema zu präsent auf meiner Plattform ist, weil die Werbetreibenden wollen nicht bei Mord und Totschlag Werbung schalten. So. Aber jede Zeitung hat auch Werbepartner, weißt du? Und da ist auch ständig von Krieg. Da sagen die auch nicht, wir berichten morgen mal nicht über den Krieg, damit wir jetzt irgendwie von Pepsi eine Werbung. Ja, aber eine Zeitung besteht halt, das ist halt so, als würde die Bild-Zeitung auf jeder Seite nur Krieg haben. Aber die Bild-Zeitung hat dann halt eine oder zwei Seiten Krieg. Und der Rest ist dann, was weiß ich, für eine dumme Scheiße. Wetterbericht. Ich finde es einfach bescheuert, das so zu steuern. Aber Twitter ist ja eben untergehen. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass dieser blaue Vogel ersetzt worden wäre durch diesen Dogecoin. Ist das so? Also bist du so ein Twitter-Typ, das heißt Logo? Ich bin kein Twitter-Typ. Ach so. Aber also, je nachdem, wie man das bewerten will, das würde ich jetzt mal dahinstellen, ob man das gut oder schlecht findet oder ob man das nachvollziehbar findet. Was ich allerdings ganz, ganz schlecht finde, ist, dass wenn man sich hinstellt als Twitter-Chef und sagt, ich bin der Beacon of Freedom of Speech, ja, Meinungsfreiheit ist das höchste Gut. Und dann passiert sowas und du sagst, hier, weil das ist genau das Gegenteil von Meinungsfreiheit, wenn du bestimmte Themen unterdrückst, egal aus welchem Grund. Natürlich, ja. Und dann stell dich halt nicht hin und sag, du bist Meinungsfreiheit und dann bannst du alle Leute weg, die dich kritisieren, die Parodie-Accounts von dir machen. Das ist einfach so eine dämliche Exemplarisch. Scheiße. Exemplarisch. Er zählt halt schon zu der Konsorte irgendwie konservative, rechte und so weiter, Right Wing. Und die schreiben sich dann mal auf die Fahnen irgendwie Freiheit und Frieden, aber die wollen das Gegenteil davon. Und es ist irgendwie exemplarisch dafür, wer das nicht sieht, der weiß ich nicht. Der ist blind, ganz einfach. Ja. Nun gut. Was geben wir der Woche oder hast du noch Themen? Nö, ich gucke gerade durch, aber nicht wirklich. Also ich fand die Woche schon recht spannend. Gerade aufgrund der Internetgeschichten von Drachenlord und Orange Morange und Tansy. Auch, dass Leroy jetzt Funk verlassen hat, habe ich jetzt noch vorher noch gelesen. Weiß aber nicht so genau, warum. Und auch keine Rollstuhlrampe. Dann wahrscheinlich. Dann nehmen wir dann der Veganerin mit OnlyFans und so. Ich finde, das sind schon ganz gute Themen gewesen. Aber kann man schon irgendwie. Ja. Hat jetzt keine Weltrelevanz, aber ich finde jetzt für die Online-Dinger gab's oder für die Online-Welt gab es schon einiges. Ja, aber ich habe es gerade schwer, das in eine Zahl zu quetschen. Was würdest du denn sagen? Ich würde schon sagen, dass es eine 6 war. Es ist ein bisschen mehr als mittelmäßig. Mhm. Es gab ein bisschen schön Beef irgendwie. Es gab die militante Veganerin, die irgendwie eine Salami vor die Nase bekommen hat. Also mit einer 6 fühle ich mich nicht ganz wohl, muss ich sagen. Würdest du dich auf eine 5 runterhandeln lassen? Ah, ja, würde ich machen. Ja. Würde ich machen. Okay. Weil du gerade so geschwächt bist mit deinen Ellbogen und wir es nicht ausfechten können mit physischer meine Gewalt. Meine Woche besteht ja nur aus beim Arzt rumsitzen, weißt du? Aber ich war auch jetzt beim Zahnarzt zum Füllung austauschen. Es war die Hölle. Hm. Es war richtig schlimm. Was, das Warten oder die Prozedur? Die Prozedur, Alter. Achso, okay. Also ich hasse das. Ja, ekelhaft. Ich meine, mein Zahnarzt geht immer noch, der ist immer relativ irgendwie. Der wandelt mich mal schmerzfrei und macht seine Späße zwischendurch. Und ich habe eine Landkartenzunge. Kennst du das? Nee. Hat er mir jetzt erzählt. Ganz wenige Menschen haben Landkartenzungen. Die können verschiedene Ursprünge haben. Jedenfalls habe ich deswegen die Unverträglichkeiten, dass ich Ananas nicht essen kann, Datteln nicht essen kann, dass meine Zunge so doll brennt. Das heißt, Menschen mit Landkartenzunge, die haben eine sehr, sehr empfindliche Zunge und schmecken anders und spüren eher Schmerzen, Schärfe und sind säureanfälliger. Und sind besser bei Oralverkehr, muss ich noch dazu sagen. Das müsst ihr für euch rausfinden, liebe Leute. Schreibt mir bei Grindr. Gut. Brennholz unter Musik, lieber Robin. Hast du einen Song der Woche, den du gerne mit uns teilen möchtest? Ich scroll nämlich hier gerade schon durch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte noch irgendeinen gespeichert, wo ich unbedingt wollte, dass ihr den euch alle in eure Ohren reinzieht. Aber dann scheinbar doch nicht. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal von Flogging Molly Laura. Ja. Da geht es nämlich um eine verstorbene Person und da heute nicht über jemanden Verstorbenes berichtet wurde, es fehlt irgendwie. Stimmt. Weißt du? Also klar, du hast hier diesen komischen, ich habe schon wieder vergessen, diesen Humoristen da, so diesen Zwerg.
hast du gesagt, dass er gestorben ist, aber es ist ja nicht diese Woche passiert. Nee. Es fehlt irgendwie ein Eintrag in den Nekrolog und deswegen nehmen wir Laura von Flogging Molly. Ein sehr, sehr geiler Song. Ist schon drin, sagt Spotify. Ach du Scheiße, da muss jemand schon mal gestorben sein. Okay. Ja, dann. Hab ich auch völlig vergessen, dass das schon drin ist. Okay. Mal gucken, wo es steht. Und gerade kam die dann Anzeige. Nehmen wir, genau, ist schon drin. Okay, krass. Dann nehmen wir Within a Mile of Home von Flogging Molly. Obwohl ich es eigentlich gar nicht so geil finde, jetzt zwei Flogging Molly Songs. Aber hauen rein. Aber gibt's da die Live-Version von? Die Live-Version ist nämlich besser. Warte, wie heißt das Album? Whiskey irgendwas? Of Home. Das live hier. Ja, nimm mal die Live-Version. Okay. Glaubt mir, Leute, die ist geiler. Ich mag Flogging Molly sehr. Ich habe die live gesehen zweimal und die sind echt richtig geil. Ja. Erst kannte ich die gar nicht, ich war nur eine Vorband von irgendwem und ich dachte, irgendwie nicht so meins, aber nach ein, zwei Songs, Revolution und so, übelst geile Songs auf jeden Fall. Yes. Ich habe Team Scheiße für euch. Ja, die sind echt zur Zeit in aller Munde. Auch die habe ich live gesehen, bevor ich die kannte quasi. Das war bei Yami Rock den First da, wo ja das Line-Up nicht erzählt wird, nur kurz bevor du da stehst, sagen die ja. Und die kannte ich nur vom Namen. Und die haben so eine geile Show gemacht. Die sind so witzig, so geiler Punkrock. Deswegen hört ihr jetzt von denen den Song Fahr. Okay. Team Scheiße, Flogging Molly. Also, die Ärzte haben aber einen dreimal so guten Song gemacht, der so heißt. Fahr, das stimmt. Gut. Liebe Leute, das ist was von Brennpunkt. Folge 100. Was habe ich denn? 99,5. Und spätestens zur 200. Folge möchte ich, dass ihr euch alle mal wascht. Ist so. Macht mal ein bisschen Selfcare, Leute. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja, das ist ja auch was Symbolisches. Wenn man den Körper pflegt, pflegt man auch die Seele. Ein schöner Ostersonntag. Sucht schön irgendwelche Ostereier, Schokolade. Manche kriegen ja auch richtig Videospiele zu Ostern. Okay, ich wäre auch ein Videospiel zu Ostern. Seit bei uns gab es so zwei Lager im Freundeskreis als Kinder. Die einen bekamen echt nur Schokolade. Und das andere war Buchenwald. Andere wurden Saga geschickt. Nee, die einen haben nur Schokolade bekommen und so. Und vielleicht mal ein Buch. Und andere bekamen halt richtig geile, irgendwie großen Scheiß. Hm. Ich war immer so ein bisschen dazwischen. Ich habe immer so ein bisschen was Geiles bekommen. Eine Seite von einem Buch. Genau. Nee, mal so irgendwie eine CD oder eine DVD oder einen Ausflug oder sowas. Ein Kinobesuch. In den Lager? Genau. Nee, das hat man nicht gemacht. Okay. Es reicht, Leute. Das ist nicht witzig. Überhaupt nicht. Liebe Leute, wascht euch. Genau. Hört Flogging Molly und Team Scheiße in der Playlist. Ich habe auch eine sehr männerlastige... Team Molly und... Vlogging Scheiße. Wir haben auch eine sehr männerlastige Playlist. Wir müssen ein bisschen, also ich werde versuchen, ein bisschen mehr Diversität und Parität reinzubringen. Ja, ist okay. Das nächste Mal mache ich Shakira rein. Ja, bitte. Fresse. Ich warte fast schon ein bisschen drauf. Shakira ist schon eine gute Sängerin. Ja. Auch wenn sie wegen Steuerprobleme hat. Ansonsten empfehle ich Amy McDonald mit, ich weiß nicht, German Philharmonic Orchestra. Gibt's auf YouTube in voller Länge, eine Stunde und das ist schön. Voll geil. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Schickt uns gerne Sprachnachrichten per Instagram. Wenn ihr die im Brennpunkt hören wollt, macht es gerne. Macht eh keiner. Schickt uns Hitler reden. Ich werde es machen, mindestens zwei Leute. Mindestens. Okay. Tschüss, die Musik.